Eigentlich ist er ein netter Mensch, Antonio Royo Martinez. Doch wenn es um seinen kleinen Solarpark geht, dann wird Wut zum Normalzustand. 1 Million Euro investierte er, seine Ersparnisse plus 600.000 Euro als Kredit. Er ging damals nicht in Immobilien wie alle, er ging in saubere Energien. Glaubte wie seine Mitstreiter an eine sichere Geldanlage, die von der Regierung seines Landes garantiert wurde. Mein Berater bei der Sparkasse kam auf mich zu und sagte, Royo, du willst doch gerne etwas investieren, steck doch Geld in die Erneuerbaren, das funktioniert und scheint gut zu laufen. Das war vor 10 Jahren. Die spanische Regierung wollte die Sonnenenergie voranbringen, lud die Bürger zum Mitmachen ein. Sie garantierte einen festen Preis für den produzierten Strom. 60.000 Spanier folgten dem Aufruf, wie Antonio Royo. 120.000 Euro bekam er im ersten Jahr für seinen Strom, doch dann das. Die Regierung musste wegen der Wirtschaftskrise überall sparen, deshalb kürzte sie die Förderung. Ich habe hier Kosten von 85.000 Euro im Jahr und bekomme nur noch 70.000. Hier geht es um Vertrauen. Vertrauen in neue Energien, in eine sichere Anlage fürs Alter, in die Unterstützung durch die Regierung. Doch jetzt ist der kleine Investor vom Staat enttäuscht. Juan Castro Gil kämpfte für Antonio Royo und andere Sonnenstromer vor Gericht, doch er scheiterte vor dem obersten Gerichtshof. Die spanischen Gerichte interessierten sich wenig für unsere Forderungen. Das lag vermutlich daran, dass sie dachten, vor allem den Staat schützen zu müssen. Zu diesem Schluss kommen auch Antonio Royo und die anderen Sonnenkraftwerker, nur mit anderen Worten. Ich vertraue weder der spanischen Justiz noch der Regierung. Das war illegal, die Kürzungen rückwirkend zu machen. Für mich war das eine Schande. Die Wut ist besonders groß, weil anderswo Investoren zu ihrem Recht kamen. 150 Kilometer südlich von Madrid, ein gewaltiges Sonnenkraftwerk. Es gehört einem britischen Fonds. Auch der ist betroffen von den Kürzungen. Auch er klagte, doch nicht vor einem normalen spanischen Gericht. Der Fonds verklagte Spanien vor einem privaten Schiedsgericht. Zugänglich nur für ausländische Investoren und nicht für einheimische Kleinanleger. Der Großinvestor bekam 120 Millionen Euro zugesprochen. Derzeit laufen 30 Investorenklagen gegen Spanien, einmalig in der EU. Unter den Klägern sind auch deutsche Unternehmen wie RWE oder E.ON. Sie wollen sich zu den Verfahren öffentlich nicht äußern. Auch bei der Regierung gibt uns niemand ein Interview. In einer Pressemitteilung zeigt sich das Energieministerium optimistisch, dass Spanien keine weiteren Klagen verlieren wird. Und die kleinen Investoren? Sie sind frustriert. Natürlich ärgert mich das. Den Ausländern geben sie Recht und uns Spaniern nicht. Gleichzeitig habe ich aber Hoffnung, dass, wenn sie gewinnen, wir auch wieder eine Chance haben. Antonio Royo und die anderen Solarstromer setzen darauf, dass ihr Anwalt doch noch die versprochenen Solareinnahmen einholt. Der allerdings glaubt, vor spanischen Gerichten werde gar nichts passieren. Europa muss helfen. In jedem der Verfahren haben wir beantragt, dass die Entscheidung dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung vorgelegt wird. Doch es ist wie ein gestohlenes Recht. Wir können nicht direkt dort Klage einreichen, das muss ein spanisches Gericht machen. Bislang haben sie uns das aber verweigert. Antonio Royo bekommt in diesem Jahr noch einige tausend Euro vom spanischen Staat. Dessen Zahlungsmoral aber ist immer noch schlecht. Und mit der Solarenergie ist er fertig. Ich investiere in nichts mehr. Wenn ich die Solaranlage bezahlt habe, werde ich dann davon leben, doch ich stecke in so etwas kein Geld mehr rein. Nicht nur Antonio Royo, auch tausende andere Spanier glauben den Förderzusagen ihrer Regierung nicht mehr. Das schadet am Ende auch dem Klima, denn der Höhenflug der Sonnenenergie wurde in Spanien jäh gestoppt.